Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen bei By Davidson, bei meinem YouTube-Channel. Heute dreht sich alles um die Tomate. Die Tomate kennen wir natürlich, ich meine, was ist daran besonders? Für die Haut ist sie etwas ganz Besonderes. Und das möchte ich euch heute einfach zeigen, was sie alles kann. Vielleicht generell zur Tomate. Die Tomate ist ein Nachtschattengewächs. Das heißt, wir kennen das alle, sie ist erst grün, so ganz wirklich ordentlich grün. Und durch die Sonneneinstrahlung und durch die Reifung wird sie dann rot. Und das ist Lycopin. Lycopin ist dieser rote Farbstoff, der die Tomate eigentlich rot färbt. Und warum macht die Tomate es eigentlich? Warum wird sie rot? Ja? Sie wird deswegen rot, weil sie sich schützt. Sie schützt ihre eigenen Zellen. Also das heißt, wenn wir eine reife Tomate essen, schützen wir uns auch, unsere Zellen. Und das sollten wir auch der Haut geben. Wir sollten auch unsere Haut schützen von freien Radikalen, also das heißt von schädlichen Sonneneinstrahlungen. Und es ist auch ein natürliches Antioxidant, also etwas ganz Wunderbares. Und Lycopin hat noch eine kleine Besonderheit. Lycopin liebt Hitze. Aber dazu komme ich noch später. Ich habe etwas schon vorbereitet. Ich habe hier eine Tomate, die habe ich natürlich in heißem Wasser mal reingegeben, dass ich die Schale wunderschön runterziehen kann. Das kennen wir einfach vom Kochen natürlich, weil die Schale kochen wir selten mit, weil das zieht halt so richtig aus den Zähnen. Also ich habe jetzt die Schale mal runtergenommen und ich gebe die Tomate mal auf die Seite und hier die Schalen. Was machen wir normalerweise mit den Schalen? Wegwerfen. Das tun wir nicht. Und ich erzähle es euch gleich, warum nicht. Aber ich gebe sie mal jetzt auf die Seite, dass sie auskühlen, weil also heiße Tomatenschalen wäre jetzt vielleicht nicht das Richtige für die Haut. Was hat die Tomate noch? Natürlich hat sie Vitamin A, Vitamin B und Vitamin C. Also alles, was die Haut braucht. Vitamin E ist ein absolutes Anti-Aging-Vitamin, ist Tocopherol, kennen wir vielleicht von anderen Produkten. Aber hier haben wir es in der Tomate. Also ran an die Tomate und sie zu essen. Warum sie was Besonderes ist. Und bitte immer reife Tomaten verwenden, Biotomaten, wenn es möglich ist. Und falls es nicht anders geht, dann wirklich gut waschen. Also, viele kennen das. Es ist nicht nur in der pubertären Phase des Lebens, sondern leider auch später. Wir kriegen Pickel. Ganz grauslich, ganz schlimm. Und dann werden wir ein bisschen hysterisch und überlegen, was können wir machen? Tomate. Einfach die Tomaten aufschneiden. Die rohen Tomaten, nicht die gekochten, sondern die rohen Tomaten und einfach auf die Hautzone legen, wo wir diese Unreinheiten haben. Ich spreche hauptsächlich von diesen kleinen, eitrigen Pickel, die man so bekommt und einfach damit die Haut mit der Tomate so bestreichen. Man spürt wirklich die Feuchtigkeit, auch den Duft der Tomate. Oh, es ist ein Traum. Es ist wirklich... Einfach ein Traum. Diese ganz kleinen Kernchen, die peelen sogar die Haut dabei. Es ist wirklich herrlich angenehm. Und mich fasziniert das, dass eigentlich 95% der Tomate aus Wasser besteht. Also natürlich ist sie etwas Besonderes, was die Feuchtigkeit anbelangt für unsere Haut. So, ich habe zum Glück jetzt nicht irgendwelche Pusteln und Pickel, aber trotzdem ist dieses, wie sage ich mal, dieser Vitamin-Booster für die Haut einfach ein Traum. Ich lasse das jetzt mal einwirken. So, was ich vorhin schon gesagt habe mit Lycopin und mit Hitze etc., das sehen wir besonders bei einer Tomatenmark. Das heißt, Tomatensuppe etc., wir kennen das Tomatenmark. Ich nehme sehr, sehr gerne und oft als einen leichten Sonnenschutz, dass ich einfach Tomatenmark nehme, also pürierte Tomate, einmal aufgekocht, natürlich ausgekühlt. Ich meine, ich werde jetzt nicht irgendwelche heißen Tomatensäfte auf mich schmieren. Und ich zeige es jetzt nicht auf den Beinen oder auf den ganzen Körper, aber das können wir einfach sehr, sehr gerne machen. Einfach die Haut damit, als würden sie eincremen. Es ist wunderbar. Aber ich habe etwas vergessen. Was braucht Lycopin? Bisschen Öl. Also, damit die Haut es wirklich aufnehmen kann. Also ein Schuss Öl oder ein Milchprodukt oder, wenn wir natürlich es vegan
möchten, dann nehmen wir irgendein Milchersatzprodukt, wo auch milchsäure Bakterien drinnen sind und Fett. Noch einmal vielleicht aufgepasst auf Soja, falls Soja dabei ist. Aber ich habe jetzt einfach vegan, sage ich mal, ein bisschen Öl genommen, ein natives heimisches Öl. Und damit schmieren wir uns einfach. Ich mache es jetzt einfach nur bei den Händen. Die Füße erspare ich euch oder den ganzen Körper, das braucht ihr nicht sehen. Und lassen es einwirken. Also falls jetzt jemand fragen würde, ich schaue jetzt gleich aus wie eine reife Tomate. Ihr seht es, nein, es ist überhaupt nicht so. Es zieht wunderbar ein, es spendet Feuchtigkeit und es ist ein absolutes Anti-Aging-Mittel auch, aber schützt uns wirklich leicht, aber vor den UV-Strahlen, die wir natürlich im Sommer ausgesetzt sind. Und jetzt gehe ich zurück vielleicht zur Tomatenhaut. Wir kennen das, es gibt diesen Spruch, Tomaten vor den Augen zu haben. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich habe gerne Tomaten vor den Augen. Und was ich jetzt mache, vielleicht ich tunke das rein, aber ich kann auch ein bisschen Öl nehmen. Ich gehe es jetzt nicht auf die Augen, weil sonst könnte ich das euch nicht weiter erklären, sondern ich zeige euch, was ich damit mache. Ich gebe es einfach die Schalen und die kleben auch wunderbar. Schaut her, einfach auf die Haut. Wieso gleich wegschmeißen? Einfach so auf die Wangen. Und so. Lass es einwirken. Solange ich spüre, dass die Tomate noch Feuchtigkeit abgibt. Die Tomate gibt nicht nur Feuchtigkeit ab, sondern ihre eigenen Vitamine. Und das Besondere ist das Lycopin. Ich kann das natürlich auch, wie gesagt, ich tue es jetzt nicht, weil sonst will ich euch jetzt nicht sehen und ich könnte es nicht erklären, auch auf die Augen geben. Und dann einwirken lassen oder einfach so mit einem Wattepad, mit einem trockenen Wattepad zum Beispiel entfernen oder mit lauwarmem Wasser, wie man das möchte. Natürlich aufpassen, ja, also wenn man was Weißes anhat, aber das ist natürlich eine Beauty-Behandlung für zu Hause, ja, dann schaut man halt, dass es nirgendwo hintropft, dass man trotzdem irgendwie diese Behandlung ganz einfach machen kann. Und jetzt, schaut mal her auf meine Arme, vollkommen eingezogen. Es ist ein Traum, es ist wirklich ein Traum, es ist komplett, es ist nichts mehr da. Ihr seht diese wunderbare, es ist nur ein kleiner Schimmer, das ist natürlich vom Öl, ja. Aber die Haut hat das eingesogen, ich bin gar nicht rot. Wie gesagt, eine Zeit lang noch aufpassen, weil die rote Farbe ist natürlich da. Also jetzt nicht kurz mit Tomatenmark einspielen und schon ins weiße Kleidchen oder wie dem auch sei, sondern schon warten oder einwirken lassen und dann abwischen. Also, Tomate. Nicht nur innerlich, natürlich, reife Tomate, ist ein Traum, sondern bitte äußerlich verwenden. Wenn die Tomate schon ein bisschen weicher ist oder lätscherter, dann, wir haben irgendwelche Pickel, dann einfach die rohe, ganz wichtig, die rohe Tomate auf die Partien, die wir brauchen. Wenn wir gekocht haben und die Tomatenhaut haben, einfach wunderbar drauflegen. Und wenn wir für unsere Haut, für den ganzen Körper ein bisschen Sonnenschutz geben möchten, ein bisschen roten Farbstoff, also Antioxidantien, dann nehmen wir Tomatenmark mit ganz wenig Öl. Wir können es auch natürlich trinken. Es ist ja nicht so innerlich und äußerlicher Schutz, also da sind wir komplett geschützt. Aber für außen ist das auch was ganz Besonderes. So. Und das war's jetzt mal mit der Tomate. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir schreiben würdest, vielleicht hast du irgendwelche Ideen oder Tipps oder Tricks, die du gerne machst mit der Tomate oder Fragen. Abonniert mich. Ich habe ganz, ganz viele Ideen, wie man Obst und Gemüse verwerten kann für die Haut, die vielleicht Restel, die sonst im Biomüll landen würden, was ewig schade wäre. Also, bis zum nächsten Mal bei Davidson.